Hallo und herzlich willkommen zu The Tenants. Mein Name ist Knorkel, ich freue mich, dass du dabei bist. Die letzte Folge hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich überlegt hatte, ich werde weiter Let's Playen. Allerdings leider im Gegenzug dessen werde ich Stranded Deep absetzen. Nicht komplett absetzen, es geht im Stream weiter. Macht für mich auch mehr Sinn, denn dann könnt ihr mir on-demand Hilfestellungen und Tipps und Tricks geben. Und so kann ich zeitnah andere Inseln erforschen, kann irgendwas bauen, Gegner erledigen und so weiter und so fort. Und muss nicht erstmal ein paar Tage auf einen neuen Kommentar warten. Und ich sehe das Potenzial da mehr im Stream und hier The Tenants eher im Let's Play-Bereich. Was ich jetzt auch gerade feststellen musste, ist, dass die Leute hier sehr leicht bekleidet rumrennen. Und ich habe festgestellt, das Spiel speichert immer willkürlich. Man kann selber nicht speichern. Heißt, es gibt Autosave und der war ein bisschen in der Vergangenheit. Heißt, ich habe eigentlich hier gestartet, musste aber den Stromanschluss neu legen. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. Und damit wir direkt wieder hier einsteigen können und wir klicken mal aufs Telefon, suchen nach Jobs und gucken, was uns angeboten wird. Ich brauche einen Raumausstatter für ein neues Badezimmer. Entlohnung 1850, 1850. Okay, wir haben nur zwei Aufträge. Und das heißt Job für Anfänger. Also da sehe ich mich jetzt gar nicht. Kriterien: wichtig, bevorzugte Möblierung, Wände. Unwichtig, benötigte Möblierung. Ah, okay. Kriterien: wichtig, Wände, Fußböden. Unwichtig, erster Eindruck. Alles klar, nehme ich. Da sehe ich mich. So, Renovierung. Wie komme ich da jetzt hin? Ah, ich klicke einfach... Ach, das ist ja direkt neben uns. Das ist ja fast direkt neben uns. Krass. Hallo? So, was müssen wir jetzt machen? Kann ich das hier irgendwie wieder schließen? Warte mal, wie kann ich das jetzt wieder... So kann ich das schließen. Alles klar. Renovierung. Wichtig, Wände, Fußböden, unwichtig, erster Eindruck. Ist das jetzt alles von uns? Also, dass wir renovieren müssen? Oder ist nur dieses Zimmer hier? Ich hoffe nur dieses Zimmer. Wie öffne ich jetzt das Renovierungsmenü? Guter Herr. Das wäre mal interessant. Übersicht der Immobilien? Nee, wie kann ich denn... Weil ich habe immer hier geklickt. Also hier, ne, hatte ich mal geklickt und dann hat sich das geöffnet. Aber wie mache ich das denn jetzt hier? Ah, Renovierung starten. Ja klar, so war das. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Erledige Renovierung, um die begehrten 5-Sterne-Bewertung zu bekommen. Es gibt verschiedene Bewertungskriterien, von denen die Wohnungseinrichtung die wahrscheinlich komplizierteste Kategorie ist. Na, habe ich ja was ganz Tolles ausgewählt. Die Kritik bewertet die Wohnungseinrichtung anhand der getätigten Ausgaben. Jeder Zimmertyp hat eine eigene Gegenstandsliste, die die Bewertung beeinflusst. Um eine hohe Wohnungseinrichtungsbewertung zu bekommen... Was? Bewertung? Achso, ich dachte, das wäre zusammengeschrieben. Alter. Bewertung zu bekommen, solltest du zuerst das Zimmerinfofenster öffnen, um zu sehen, welche Gegenstände in Betracht gezogen werden. Zimmerinfofenster. Ich kann noch nicht mal Pause machen. Ah, das ist ja blöd. Okay, wir haben ein Budget 4800. Informationscenter. Wie kriege ich dieses Informationsding denn auf? Hier? Dringend. Ich muss ein neues Badezimmer. Okay, nee. Wohnung. Das Badezimmer. Badewanne oder Duschkabine. Bevorzugte Möblierung. Wanduhr, Wandpflanze. Okay, Nee, wir brauchen ja erstmal Boden. Fußböden. Ne? Wir brauchen erstmal Böden und da sehe ich jetzt hier sowas. Zementoptik. Sind 60-60er, passt sehr gut. Die sehe ich eher an der Wand. Okay, das ist kein Boden, ne? Das ist Wand. Boden fertigstellen, Stein oder Fliese? Ja, da habe ich ja genau das Richtige. Beton habe ich gewählt, ne? Ah, Mann, Fliese. Okay. So. Finde ich jetzt... Ja, okay. Okay. Was brauchen wir noch? Wände. Genau. Rot oder gelb? Rot? Rot. Nehmen wir das. Gelb haben wir ja gar nicht. Ne? Nehmen wir jetzt hier das. Machen wir das einmal. Da ist ein Heizkörper noch an der Wand. So. Wände sind fertig. Boden ist fertig. Toilettenpapier. Wir brauchen noch die Badewanne. Die Badewanne. Ja, die Badewanne mal. Warte mal. Ich klicke mal auf Badewanne oder Duschkabine. Ich tendiere eher zu Duschkabine. Da aber hier keine Duschkabinen aufgelistet sind, die hier sehe ich. So, versuchen wir die hier irgendwie zu platzieren. Ja, so ist perfekt, da sind die Anschlüsse auch. Und dann können die Nachbarn auch gucken, wann ich duschen und baden gehe. Perfekt. Waschbecken braucht man natürlich auch. Da würde ich sagen, machen wir das Waschbecken hier hin. Ich achte jetzt nicht so hundertprozentig auf den Preis, sondern eher... Ne, aufs Aussehen, dass das so ein bisschen harmoniert. Sieht eigentlich ganz gut aus bis jetzt. Toilette brauchen wir auch noch, stimmt. Mist, Toilette, ja, warte mal. Sollen wir das Handwaschbecken hier hinsetzen? Hier.
Ist natürlich blöd, ne? Ist ein sehr kleiner Raum. Können die nicht einen größeren Raum kaufen? Waschbecken hier? Oder hier? Ich stelle das jetzt erstmal mitten im Raum. Dann gucken wir mal, wie viel Platz die Toilette braucht. Ich würde sagen, die setzen wir... Ja, sehr, sehr schwierig, ne? Toilette passt dahin. Perfekt. Toilettenrolle. Hier, damit man sich so nach hinten beugen muss. Und Klobürste. Ja, die Klobürste kommt natürlich auch noch. Dann setzen wir das doch wieder hier hin. So. Schön mittig. Ja, ist perfekt, ne? Zum Durchgucken. Warum steht hier ein Krankenwagen? Klobürste. Die packen wir hinten in die Ecke. So. Haben wir alles? Bevorzugte Möbel. Wanduhr. Oh, Wanduhr. Wo kriege ich denn jetzt hier Möbel, Wanduhr? Werkstatt? Nee. Besonders. Alter. Trainingsbank. Im Badezimmer. Das sehe ich. Dekoration. Gibt's hier... Warte mal. Gibt's hier Wanduhr? Tatsache. Es gibt eine Wanduhr. Die können wir... ich würde sagen hier. Ja. Wanduhr und Wandpflanze. Okay. Wandpflanze. Das ist schon schick. Falls das Toilettenpapier ausgeht, kann man immer noch die Blätter da nehmen, ne? So. Geld haben wir alles. Renoviere die Wohnung. Ja, wir haben doch alles renoviert. Wie war das denn jetzt mit dem Abschließen? Wie konnte ich das jetzt hier abschließen? Wände, Fußböden. Habe ich gemacht. Erster Eindruck. Ja, renoviere die Wohnung. Habe ich gemacht. Ach so, ja, ich musste hier irgendwo klicken, ne? Abschließen. Dekoration. 93%. Okay, 93% ist natürlich nicht 100. Warte mal, was gibt es denn noch? Möbel. Dekorationen. Dann machen wir natürlich, versuchen wir auf 100% zu kommen. Was haben wir denn da noch? Ein Wecker. Vielleicht machen wir hier noch so eine Wandpflanze hin. So. Haben wir dann jetzt alles? 96%. Junge. Das reicht ja immer noch nicht. Okay, nochmal. Möbel, Dekorationen. Dann machen wir hier noch so eine Wandpflanze. Das wird ein ganzer Urwald hier, was wir hier machen. Ja, sehe ich. Pass auf, dann machen wir... So, sind wir jetzt bei 100%? Es ist nicht erforderlich, Gegenstände zu platzieren, aber es wird deine allgemeine Jobbewertung verbessern. Okay, 100%. Ja, dann haben wir doch alles, ne? Würde ich sagen, verlassen. Renovierung starten. Habe ich das jetzt nicht abgeschlossen? Job abschließen. Ah ja, okay. Ich hab das. So. Begutachter. Sagt, aha, Badewanne ist da. Perfekt. Sehr erfreulich. Toilette ist da. Check. Aha, genau die richtige. Toilettenbürste. Gucken, ob wir ihren Geschmack getroffen haben. Ja, anscheinend. Fliesen und Wände. Aha, ein Träumchen. Ein Träumchen. Der Rest musste nicht, ne? War nur Badezimmer. Oh, neue Gegenstände freigeschaltet. Geil. Grau, gelb, blassweiß? Blassweiß. Karaken, Zwillinge-Poster, ein Stuhl. Dann lila Tapete mit Streifen und Marmor. Oh, noch mehr. Stufenaufstieg. Fliesen. Toilettentür. Oh, die ist cool. Die ist wirklich cool. Blaue Tapeten. Alter, hier kannst du so viele Sachen freischalten. Das ist ja geil. Okay. Dann gucken wir weiter. Also verdiene... Also wir müssen noch ein bisschen Geld verdienen. Jobs. Was haben wir denn da? Oh, wir haben jetzt noch mehr Aufgaben. Oh. Bevorzugte Möblierung, Dekoration. Pass auf. Ich würde sagen, nehmen wir den, ne? 1900... Nehmen wir den. So. Fliegen wir da hin. Machen das hier zu. Klicken drauf. Renovierung starten. Dieses Zimmer geht es. Ich weiß echt, weißt du, bei Hausflipper ist das ja so, du musst die komplette Wohnung zerstören. Aber hier
brauchst das nicht. Renovierung der Wohnung. Einzelbett, okay. Darts, Wände fertigstellen, blau oder rot. Ja, gucken wir erstmal, was wir für Böden haben. Hartholz. Nee, Hanteln wollen die haben und Darts. Okay. Nehmen wir diesen Fußboden. Blau oder rot? Rot gibt es gar nicht. Ah, guck mal. Das wird hier direkt reingeschrieben. Deswegen wird das so aufgelistet. Blau mit Streifen. Ja. Und die restlichen Wände? Nee. Passt auch nicht, ne? Also wenn das jetzt der gleiche Farbton wäre, würde ich sagen... Ist der gleiche, ne? Nee, ist nicht der gleiche. Okay. Machen wir die Streifen hier überall hin. So. Ist der Zebra-Look. So, was brauchen wir noch? Einzelbett. Wir brauchen zwei Einzelbetten. Krokodilbett. Kristallbett. Wie viel habe ich zur Verfügung? Budget ist 2700 noch, ne? Eieiei. Tears for Tornbett. Okay. Das nehmen wir dann mal und setzen da... Ja, ist aber schon... Ja, weil das andere ist so teuer. Okay, nehmen wir das. Oder setzen wir das... Was brauchen wir denn noch? Laptop, Stuhl oder Bürostuhl, Kommode? Ja, dann setzen wir... schwierig. Hier einen. Und... Passt nicht. Mist! Mist! Okay, warte mal. Drehen. Wenn wir das jetzt hier hinsetzen und dann andere... Hoppala. Hier. Vielleicht können wir dann hier eine Kommode hinstellen, ne? Schreibtisch. Ja, wir müssen ein bisschen auf die finanziellen Ausgaben achten, ne? Schreibtisch sehe ich hier, unterm Fenster. Das heißt, wir drehen das einmal. So. Was brauchen wir noch? Laptop. Okay, Laptop. Ja, kriegen Sie das Modell. Ist zwar ein Auslaufmodell, aber ist relativ günstig. So. Stuhl oder Bürostuhl? Ich finde, das passt zum Bett ein bisschen, ne? Deswegen nehmen wir das. Dann eine Kommode. Okay, die kostet nur 129. Die kostet 2,99. Oh. Ja gut, komm, nehmen wir die. So, dann setzen wir die Kommode hier hin. Ein Wandregal. Der wird ja wohl nicht so teuer sein, oder? Das sehe ich hier. Oh ne, hier drüber. Hier in der Mitte. Schön Kopfstoßen, wenn du morgens aufstehst. Mm. Kleine Dekoration. Kleine Dekoration. Ein Globus. Ein Globus hier auf dem Schreibtisch. Warte, den müssen wir halt noch ein bisschen drehen. Den gibt es gar nicht gerade. Okay. Würde ich sagen, setzen wir den hier hin. Wandpflanze. Ich finde die eigentlich ganz cool. Warte mal, wir brauchen noch Dart, ne? Wo spielen wir denn hier Dart? So, Dart. Dart setzen wir hier hin. Man muss ja ein bisschen Abstand haben. So, und Hanteln. Moment. Hanteln. Die reichen, oder? Soll ich die nehmen? Ach, die müssen auch noch von beiden Seiten. Ja, kannst knicken. Nehmen wir die. Setzen wir die hier in die Ecke, damit das schön verstaubt, weißt du? So, und jetzt können wir schon wieder abschließen, ne? Job abschließen. Ah, jetzt habe ich nicht... Ah, jetzt habe ich nicht drauf geachtet mit den 100%. Oh, nee. Ich habe nicht drauf geachtet mit den 100%. Mist. Fataler Fehler. Fataler Fehler.
Mist, Mist, Mist. Jetzt ärgere ich mich echt. Da hätte ich drauf achten sollen. Okay, es scheint aber relativ begeistert zu sein. Und da? Jetzt bin ich gespannt. Auch. Auf jeden Fall ein Smiley. Kundenbewertung. Erfolgreich. Also man muss nicht 100% haben. Oha. Gut zu wissen. Achso, das ist die Übersicht der Karte. Ich dachte, ich könnte jetzt zu meinem Haus. Übersicht der Immobilien. Weil wir müssen ja hier irgendwann weitermachen, ne? Aber ich brauche noch $880. Dann können wir endlich... Dann können wir endlich hier Heizung installieren. Ja, aber das schaffen wir dann in der nächsten Folge. In der nächsten Folge machen wir einfach dann nochmal zwei Wohnungen. Eine Wohnung reicht ja theoretisch schon. Und dann können wir hier eine Heizung installieren. Geil. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.